Ho ho ho, ja, erstmal willkommen zu diesem Video und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Lasst euch reichlich beschenken, ja, bleibt gesund und so weiter und so fort, dass all eure Wünsche in Erfüllung gehen, all sowas. Und ja, ich möchte euch einen kleinen Ausblick geben, was gibt es jetzt die Tage auf meinem Kanal. Heute angefangen mit meiner Tierlist-Sim Boosterstrecken von Mario Kart 8 Deluxe, wo ich mal, ja, die Boosterstrecken ranke, nach der Tierlist halt so ein bisschen bewerte, nochmal meine Meinung ein bisschen abgebe. Ich sag euch auch nochmal, welche Strecken haben mir am besten gefallen, so ein bisschen die Top 3 Plätze, die schlechtesten Top 3 Plätze, so ihr seht. Das gibt es heute 16 Uhr. Zudem gibt es dann am Freitag meinen großen Jahrestalk. Ich mache ja jedes Jahr immer einen Jahresrückblick und einen Jahrestalk. Im Jahrestalk rede ich so ein bisschen über mein Jahr, was ist bei mir privat abgegangen, was gibt es für Änderungen, was war so YouTube-mäßig, so einfach frei nach Schnauze, bisschen labern. Das gibt es am Freitag im Jahrestalk. Schaltet da unbedingt ein. Und dann am Sonntag gibt es den großen Jahresrückblick. Dieses Mal kommt der Jahresrückblick nach dem Jahrestalk, weil ich da ein paar Tage länger brauche dieses Mal. Ich war ja vor kurzem krank, erkältet. Und dann konnte ich leider den Jahresrückblick nicht aufnehmen, beziehungsweise noch nicht anfangen. Dadurch hat sich das ein paar Tage nach hinten verzögert. Jetzt allerdings bin ich voll im Schnitt drin. Ich bin ja schon ordentlich dabei seit ein paar Tagen. Und der kommt dann am 31. Dezember, also am Sonntag um 16 Uhr raus. Als Premiere wird das stattfinden und ich freue mich tierisch darauf, diesen Jahresrückblick euch präsentieren zu dürfen, weil ich sitze da jeden Tag mehrere Stunden dran. Letztendlich werde ich da wieder, was weiß ich, über 20 Stunden dran sitzen, um diesen Jahresrückblick zu machen für euch, da ihr da auch unbedingt einschalten. Livestream-mäßig gibt es etwas Spezielles am Samstag. Etwas, was eigentlich schon jetzt am Samstag gestern kommen sollte. Und zwar der Minecraft Hide and Seek Stream. Minecraft Hide and Seek auf der ganz alten Minecraft Online Map. Ja, auf der Map, wo ich damals mein erstes Projekt begonnen habe, 2015, 2016. Wird sehr viel nostalgisch werden. Und ich freue mich tierisch darauf. Ich habe schon viele eingeladen und so weiter und so fort. Und jeder, der mitmachen möchte, kann das gerne auch. Discord aber bitte, also ich, derjenige soll aber bitte auch Discord haben, wer da mitmachen möchte. 16 Uhr am Samstag beginnt es, der 30. Dezember mit Minecraft Hide and Seek. Java Edition, kein Bedrock, da ja Java Edition, nur Java Edition können mitmachen. Und ja, ich versuche es auf der Version von damals zu machen. Das wird wahrscheinlich so die 1.8 oder so sein, weiß ich jetzt nicht. Falls es funktioniert, sonst nehmen wir die neueste Version. Gucken wir mal. Ja, zusätzlich noch ein Stream, wahrscheinlich am Donnerstag ab 18 Uhr mit Mario Kart. Nochmal ein Mario Kart Stream die Woche. Und ja, das ist der Ausblick auf die nächsten Tage. Ein paar coole Highlights. Ich freue mich sehr auf den Jahresrückblick. Ich freue mich sehr auf Minecraft Hide and Seek. Und heute den Booster-Streckenpass, die Tierlist, 16 Uhr. Und ja, natürlich die Let's Plays laufen ganz normal weiter. Super Mario RPG, Montag dann Splatoon 3 online. Das läuft auch ganz normal weiter. Gut, wir sehen uns und habt ein schönes Weihnachtsfest.